Okay, wie immer diskutieren wir hier gemeinsam an der Tafel und das, was ihr sagt, ist nicht zu hören auf dem Stream, sondern ich versuche es zu wiederholen. Ich sage das jetzt jedes Mal am Anfang eines Streams, weil ich nämlich die Erfahrung gemacht habe, dass auf YouTube jeder zweite Kommentar ist: Schade, dass man die Studis nicht hört. Und ich dann jedes Mal kommentiere: Ja, ist Absicht. Ich wiederhole ja extra, was sie sagen. Und da ist aber klar, das muss man halt immer wieder sagen. Okay, deswegen, man kann euch nicht hören, aber ich versuche zu wiederholen, was ihr sagt. So, wir gucken uns jetzt mal zusammen an, was ihr zu Hause vorbereitet habt und versuchen, das systematisch darzustellen. Und dann habe ich eine Aufgabe mitgebracht, die ihr im Anschluss machen könnt, okay? Wir beschäftigen uns ja gerade mit Kongruenzabbildungen. Und letzte Woche haben wir gesehen, dass man durch die Verkettung von zwei Achsenspiegelungen entweder eine Drehung oder eine Verschiebung generieren kann. Wie müssen die Achsenspiegelungen jeweils liegen? Drehung oder Verschiebung? Genau, bei einer Verschiebung müssen sie parallel zueinander sein. Also wenn ich zwei Achsen habe, die parallel zueinander liegen, habe ich eine Verschiebung. Um welchen Betrag wird verschoben? Zweimal der Abstand zwischen den beiden Achsen, also das ungefähr so, ne? Und die Richtung. In welche Richtung wird verschoben? Wenn ihr die beiden Achsen anschaut, die Verschiebungsrichtung, wie liegt die? Das sind die beiden Achsen A und B, diese beiden Geraden. Wie liegt die Verschiebungsrichtung? Senkrecht zu den Achsen, genau. Also es wird verschoben entlang einer Richtung senkrecht zu den beiden parallelen Achsen um den doppelten Abstand der beiden Achsen. Und wir haben auch festgestellt, das haben wir in GeoGebrands angeschaut, dass man diese beiden Achsen entlang dieser Verschiebung selbst verschieben kann, solange man den konstanten Abstand behält. Ne? Die Achsen können hier liegen oder da liegen oder da liegen oder da hinten liegen, ganz egal. Es handelt sich immer um dieselbe Verschiebung. Das erste und sozusagen das Endprodukt hat sich nicht geändert, nur dieser eine Zwischenschritt, der war dann irgendwie ein bisschen anders, aber letzten Endes können die Achsen irgendwo liegen. Hauptsache senkrecht zur Verschiebungsrichtung und der Verschiebevektor ist doppelt so lang wie der Abstand zwischen den beiden Achsen. So, wie war es mit der Drehung? Wie müssen die Achsen da liegen? Wie müssen die Achsen liegen? Müssen sich schneiden, genau. So, Achse A, Achse B. Das heißt, Schnittpunkt S. Welche Eigenschaften hat die Drehung, wenn die Achsen so liegen? Also die Achsen schneiden sich im Schnittpunkt S, im Winkel Alpha. So, was passiert mit der Drehung? Jemand noch da? Oh, so ein müder Tag heute. Ja. Genau, wir drehen um S herum, um den Drehwinkel 2 Alpha. So. Und auch da haben wir gesehen, es ist egal, wie die Achsen A und B liegen. Hauptsache, sie schneiden sich in S im Winkel Alpha, um diese Drehung zu erzeugen. So. Das sind zwei total wichtige Voraussetzungen jetzt für die nächsten Überlegungen. Wir schauen uns nämlich an, welche Kongruenzabbildung kann es überhaupt geben. Ne? Wir haben bislang Achsenspiegelung, Drehung, Verschiebung gehabt und die Punktspiegelung, die eine spezielle Drehung ist.
Wir gucken uns an, wie hängen die alle miteinander zusammen und was passiert eigentlich, wenn wir noch mehr Achsen miteinander verketten. So, und das hattet ihr euch zu Hause angeschaut. Wenn wir, da nähern wir uns jetzt nochmal systematisch. Was passiert, wenn wir drei parallele Achsen haben? A, B und C. Und wir spiegeln an diesen drei Achsen nacheinander. Worum handelt es sich im Ende? Was ist das für eine Abbildung? Eine Achsenspiegelung, genau. Am Ende ist es eine Achsenspiegelung. Und wo liegt die Achse? Und jetzt können wir uns was zu Hilfe nehmen. Wir haben noch gesagt, bei zwei parallelen Achsen, die beiden Achsen kann ich verschieben, entlang der Verschieberichtung. Es ändert überhaupt nichts an der Gesamtabbildung. Ne? Kann ich mir das hier zunutze machen, um die Situation zu vereinfachen? Was könnte ich tun? Ja? Also man kann A und B verschieben, so dass B auf C liegt. Genau, ich verschiebe A und B so, dass B auf C liegt. Das darf ich machen. Ne? So, und dann liegt A ungefähr hier. Das sind B' und A'. Ne? Vielleicht können wir das folgendermaßen drunter schreiben. Also wir haben erst A, dann wende ich B an, dann C. Und das ist das Gleiche, als wenn ich erst A' anwende, dann B' und dann C. Also ich habe A und B verschoben auf A'B' entlang der Verschieberichtung. Der Abstand von A und B bleibt immer schön gleich, damit sich da nichts ändert. Und was passiert jetzt? Ja? C und B' liegen aufeinander, heben sich auf. Also wenn ich an B' spiegel und dann an C, ändert das gar nichts. Ne? An derselben Achse hin und zurück zu spiegeln, stellt den Ursprungszustand wieder her. Das heißt, das ist am Ende nur die Achsenspiegelung an A'. So. Das heißt, ich kann entweder an A, B und C spiegeln oder nur an A'. Also die Spiegelung an drei parallelen Achsen ist eine Spiegelung an einer Achse. Und wie finde ich die jetzt? A', wenn ich jetzt dann nicht rum und hin und zurück verschieben will. Gibt es irgendeine Überlegung, wo ich sofort A' finden kann, wenn ich A, B und C kenne? Was muss ich tun? Wie finde ich A'? Wo ist die Position von A'? Der Abstand bleibt ja der gleiche. Also zwischen AB den Abstand können wir einfach nehmen. Dieser Abstand bleibt gleich, den nennen wir mal X. Ja, genau. Ja, wenn ich von C zurückgehe, den Abstand X, finde ich A'. Okay. Vier parallele Geraden. Ich spiegel nacheinander an vier parallelen Geraden. Was muss ich machen? Oh, man hat online nichts gehört. Sorry, jetzt müsste man was hören. Ich habe mein Mikro ausgestellt. So, was muss man machen? Vier parallele Geraden. Gleiche Strategie. Ja? Ich glaube, man verschiebt dann B auf C. Darf ich nur B verschieben? A und B gemeinsam, wieder mit konstantem Abstand, genau. Genau. A verkettet mit B, verkettet mit C, verkettet mit D.
Ich verschiebe wieder A und B so, dass B auf B' auf C liegt. So. Dann liegt hier ungefähr A', ne? So. Okay, was passiert dann? B' und C heben sich auf. Das heißt, ich habe nur noch A' verkettet mit D. Und worum handelt es sich dann am Ende? Wenn ich nur noch A' und D habe und daran nacheinander spiegele, um was für eine Abbildung handelt es sich? Um eine Verschiebung. Um welchen? Wie groß ist der Verschiebevektor? Also, wie groß ist dieser Abstand hier Ja, genau. Der Verschiebevektor ist zweimal der Abstand von A' und D. Genau. Was ist der Abstand von A' und D, wenn ihr ursprünglich in A, B, C, D denkt? Ja? Das ist der Abstand von A zu C, also A, B und C, ist der gleiche Abstand. Der Abstand von hier nach hier, meinst du? Nee, von A, B und C, also von A zu C, ist der gleiche Abstand wie zu A' und D. Von A zu C ist der gleiche Abstand wie von A' zu D. Nee. Nochmal genau hinschauen. Welche Abstände haben wir am Anfang? Wir haben am Anfang, kennen wir diesen Abstand hier von A und B. Das ist der Abstand x, das war eine Verschiebung um 2x. Und wir kennen den Abstand von C und D, das war y am Anfang. So, wie lang ist jetzt der Abstand von A' zu D? X plus y, genau. Das hier ist ja, von A' zu B' ist ja weiterhin x. Das heißt, man addiert einfach die beiden Abstände von AB und von CD. Und das ist der, sozusagen, das definiert dann die Gesamtverschiebung. Ne? Das ist dann der doppelte Abstand. Also 2x plus y ist dann die Gesamtverschiebung lang. Ist ja klar, pass mal auf. Angenommen, man macht diese Verschiebungsüberlegung nicht mit A'B'. Ne? Dann spiegelt ihr erst an AB. Das ist eine Verschiebung um 2x. Dann spiegelt ihr an CD. Das ist eine Verschiebung um 2y. Also habt ihr insgesamt doch um 2x plus 2y verschoben. So. Und das sieht man auch hier, weil ihr habt x plus y als Abstand. Also die Gesamtverschiebung ist 2x plus 2y. Das Doppelte des Abstands der beiden Achsen. So, und jetzt kann man eine Regel aufstellen. Wenn ich zwei parallele Achsen habe, habe ich eine Verschiebung. Drei parallele Achsenspiegelung. Vier parallele eine Verschiebung. Was passiert dann bei fünf Parallelen? Eine Achsenspiegelung, weil eine Verschiebung plus eine Achsenspiegelung ist eine Achsenspiegelung. Bei sechs parallele Achsen? Verschiebung, ne? Immer zwei davon sind ja eine Verschiebung und drei Verschiebungen verkettet ergibt eine Gesamtverschiebung. So, also, eine ungerade Anzahl an parallelen Achsen, wenn ich an einer ungeraden Anzahl nacheinander spiegele, habe ich eine Achsenspiegelung. Wenn ich an einer geraden Anzahl von parallelen Achsen spiegele, habe ich eine Verschiebung.
Okay. Habt ihr noch Fragen zu den Parallelverschiebungen? Ja, Wie lang ist nochmal der Gesamtabstand? Gesamtabstand wovon? Von der Verschiebung. Also meinst du, wie lang ist der Verschiebungsvektor? Ja. Es wird um 2x plus 2y verschoben. Warum? Ich spiegel erst an A und an B. Die haben den Abstand x. Das ist also eine Verschiebung um 2x. Dann spiegel ich an C und D. Die haben den Abstand y. Das ist also eine Verschiebung um 2y. Insgesamt verschiebe ich also um 2x plus 2y. Andere Überlegung. Ich kann A und B gemeinsam hier hinschieben auf A'B'. B' und C heben sich gegenseitig auf. Der Abstand von A' zu B' war x. Von B' zu D war y. Also bleibt nur noch A' und D übrig, haben den Abstand x plus y. Es wird also um 2x plus y verschoben. Okay. Gibt es noch weitere Fragen dazu? Ja. Warum ist die Frage ist, warum ist dieser Vektor doppelt so lang wie der Abstand von A und B? Das hatten wir uns beim letzten Mal an GeoGebra überlegt, genau. Man hatte hier angenommen, ich habe hier einen Punkt. Dieser Punkt, der wird erst hier hingespiegelt. Ne? Na, das ist natürlich ein bisschen, also gut, gehen wir von dem Punkt hier aus. Dieser Punkt P wird hier hingespiegelt, P' und der wird dahin gespiegelt, P2'. Also zwei Spiegelungen machen. Ja, genau. Nee, genau. Wir machen ja zwei Spiegelungen nacheinander. Das ist eine Verschiebung um den doppelten Abstand, weil dieser Vektor, also quasi dieser Abstand ist gleich diesem Abstand hier. Ihr erinnert euch. Dieser Abstand ist gleich diesem Abstand. Und dieser Abstand ist gleich diesem Abstand wegen der Längentreue der Achsenspiegelung. Dann habe ich hier, der Abstand der beiden Achsen ist rot plus grün. Und demnach ist die Verschiebung rot plus grün, das heißt 2 mal rot plus grün. Okay. Gut, gehen wir mal zu den Drehungen oder zu den kopunktalen Achsen. Wenn ich drei kopunktale Achsen habe, was passiert dann? Was passiert, wenn ich drei kopunktale Achsen habe? Das müsste eine Achsenspiegelung sein. Warum denn? Wir drehen A und B mit konstantem Winkel um den Schnittpunkt S. Genau. Ja, dann soll B auf C liegen, also B' gleich C. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich ungefähr denselben Winkel erwische. Naja, A'. Okay. Und dann haben wir ja wieder das, dass sich C und B aufheben. Genau. Die gleiche Gleichung gilt hier oben. Ne? Ich habe A und B gedreht auf A' und B'. B' und C heben sich auf. Es bleibt nur A' übrig als einzelne Achsenspiegelung. Und die liegt gerade Alpha zurückgedreht von C. Ja? Also wenn ich von C Alpha, den Winkel Alpha zurückgehe, dann komme ich auf A'. Das ist die resultierende Achsenspiegelung. Ich habe vier kopunktale Achsen. A, B schneiden sich in S im Winkel Alpha, C, D schneiden sich im S im Winkel Beta. Was muss ich machen? Was kommt raus als Gesamtabbildung? Wer weiß es?
Was kommt raus? Was muss ich machen, um die Situation zu vereinfachen? Was kann ich tun? Was kann ich tun mit den vier Achsen? Ja, löse es auf. Wenn wieder A und B drehen, dass B auch C wieder nimmt, dann können wir es aufbauen. Genau, langsam. Wir können A und B wieder drehen, sodass B' auf C liegt. Und dann liegt A' ja ungefähr hier. So, C und B heben sich auf. Das heißt, was bleibt übrig? Und dann haben wir noch zwei Achsen und das ist A' und D bleiben übrig, zwei Achsen, die sich im selben Punkt schneiden. In welchem Winkel? In welchem Winkel schneiden sich A' und D? Alpha plus Beta. Genau. Ich habe doch AB mit dem Winkel Alpha so rangedreht. Und jetzt ist A' zu B' ist Alpha, C zu D ist Beta, also ist der Gesamtwinkel Alpha plus Beta. Also drehen wir um zweimal Alpha plus Beta. Oder 2 Alpha plus 2 Beta. Die Situation ist total analog, merkt ihr? Hier oben es wird um 2x plus 2y verschoben, hier unten wird um 2 Alpha plus 2 Beta gedreht. Ja, wie sieht es denn jetzt aus mit einer ungeraden Anzahl kopunktaler Achsen? Was ist, wenn ich jetzt 5 Geraden habe, die sich in einem Punkt schneiden? Oder 7? Oder 9? Was passiert dann? Was ist das Resultat? Vier Achsen ist im Endeffekt eine Drehung. Eine Drehung plus eine Achsenspiegelung ist eine Achsenspiegelung, wenn alle kopunktal sind. Was ist also die Verkettung von 5 kopunktalen Achsen? Achsenspiegelung, genau, weil 4 sind eine Drehung. Drehung und Achsenspiegelung ist eine Achsenspiegelung. Das heißt, immer wenn ich eine ungerade Anzahl kopunktaler Achsen habe, habe ich eine Achsenspiegelung. Und wenn ich eine gerade Anzahl habe, was habe ich dann? Drehung, genau. Okay. Ja. Genau. Die sind ja alle kopunktal, ne? Also ich habe zwischen den ersten beiden den Drehwinkel Alpha, zwischen den beiden, den nächsten beiden den Drehwinkel Beta und zwischen den letzten beiden den Drehwinkel Gamma. Zweimal alles zusammengerechnet, genau. Ne? Ihr könnt entweder da wieder die Drehung separat betrachten. Bei der ersten Drehung drehe ich um 2 Alpha, bei der zweiten um 2 Beta, bei der dritten um 2 Gamma. Also insgesamt drehe ich um 2 Alpha plus 2 Beta plus 2 Gamma. Oder ihr schiebt die alle so aneinander, dass immer die mittleren beiden wegfallen. Und dann könnt ihr sehen, dass insgesamt der Gesamtwinkel Alpha plus Beta plus Gamma ist. Also wird um 2 mal Alpha plus Beta plus Gamma gedreht. Cool, oder? Gut, jetzt haben wir, also wir wissen jetzt, was die Verkettung von Achsen im Büschel ist.
so sagt man dazu, Achsen im Büschel, die liegen im Büschel, entweder im parallelen Büschel oder kopunktales Büschel. Und da sehen wir, okay, da kann auch nur rauskommen Achsenspiegelung, Verschiebung oder Drehung, je nachdem.